Moin, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play EU4 mit dem Japan-Projekt. Mit mir zum Malte, mit logischerweise Japan, dem Twitch-Chat mal wieder so im Rücken wieder mit dabei. Und dann würde ich sagen, kann es weitergehen. Letzte Folge, ja, Krieg gegen die Khmer gehabt. Also die Ayutthayan-Kollegen hatten das hier ein bisschen angeleiert. Und jetzt haben wir hier so ein paar freie Staaten bekommen, die quasi auch frei lose sind. Also die kann man sich jetzt tatsächlich auch, sobald unsere Kernprinzen soweit einigermaßen durch sind, ja, sich dann auch direkt einverleiben. Wu und Min. Wu kannten wir ein bisschen größer, Min kennen wir noch gar nicht. Ist aber glücklicherweise kein Ming. Und dementsprechend, ja, werden wir uns das dann auch nochmal zu Gemüte führen. Genau, ansonsten mache ich noch kurz darauf, dass die Armeen sich wieder formiert haben hier vorne an der Grenze. Dann werde ich auch deren Sold unterstellen, damit wir auch unsere nächsten Kredite mal ein bisschen abstottern können. Okay. Jetzt geht's wieder los. Ich muss dringend die Kredite abstottern, weil die nächsten Kredite werden umso heftiger werden. Die industrielle Revolution. Der rasante technologische Wandel beginnt, sich auf die Organisation der Gesellschaft selbst auszuwirken. Die Erfindung der Dampfmaschinen, die Verwendung von Koks in den Eisenproduktionen sowie neue mechanisierte Produktionsanlagen ermöglichen noch nie dagewesene Produktionsmengen und führen zu einer massiven Steigerung der Arbeitsproduktivität. Kurzer Punkt mal eben kurz hier, und da muss ich auch mal ganz kurz eben eine kleine Story erzählen. Stellt euch einen, wirklich noch so ein Malte vor in so, ich würde mal sagen, 8, 9, vielleicht 10 Jahren. Irgendwie so dazwischen war ich gewesen. Der das erste Mal in so einem Kohlebetrieb drin war und dort so eine Führung mitgenommen hat. So, innerhalb dieser Führung wurde dann ganz, ganz viel von Koks erzählt. Und der kleine Malte dann war völlig lost gewesen, bis dann einer dieser Vorführer uns mal ein Stück Koks gezeigt hat. Und dann so halt so ein schwarzes Stück Kohle, ne? Wisst ja Bescheid, so. Aber ich war halt völlig baff. Ich dachte, jetzt wird hier Koks angebaut oder was? Ich dachte, das wäre verboten. Also, das hat mich damals aus dem Leben gehauen, diese Führung. Also, ich glaube, mein Weltbild war so für, so Start war dann, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, was es uns gezeigt hat, war so dreiviertel Stunde gewesen. Ich glaube, mein Weltbild war für dreiviertel Stunde einfach lost. So. Keine Ahnung, was die nächste Großstadt ist. Bestimmt ein paar Kilometer entfernt. Anden vielleicht? Ach du Scheiße, wo kommt denn ihr her? Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Wo lag denn das nochmal? Entschuldigt, das ist jetzt tatsächlich auch wieder Interessensding. Zanten, NRW. Ich muss mal ganz kurz Google Maps anschmeißen. Ich weiß es nicht, Mann. Ach Gott. Okay, irgendwo zwischen niederländischer Grenze und Ruhrpott. Alles klar. Gut, okay. Weiß Bescheid. So, machen wir weiter. Andere Empfindungen tragen dazu bei, den Transport großer Warmenge erheblich zu erleichtern. Jetzt, da der globale Handel so vernetzt ist wie noch nie zuvor, können Fabriken sowohl auf die Rohstoffe der Weltmärkte zurückgreifen, als auch auf die daraus hergestellten Waren dort verkaufen und ihren Besitzern so unvorstellbare Reichtümer einbringen. Auch die Landwirtschaft hat Fortschritt gemacht, es wurden neue Praktiken, Fruchtfolge, ja, genau. So sieht's aus. So, wo steht das denn? Wo tut das denn auf? Institutiones. Ach, überall. Ja, überall anscheinend da, wo es Manufakturen gibt. Gut, das kommt natürlich uns sehr entgegen. Davon haben wir nämlich nicht gerade wenige. Also von daher, das wird relativ schnell da sein. Heißt wiederum, wir müssen wirklich uns Kredite abstottern. Ansonsten wird es ein bisschen dünn für uns. Noch 30 Jahre bis zur Französischen Revolution, sagt Manu. Ja, die Dänische ist aber schon da. Von daher ist das egal. Macht dann den Braten, würde ich sagen, auch nicht mehr fett. Malte in der Koksmine. Ja, genau. Ich war, wie gesagt, ich war völlig lost gewesen bei der Nummer. Also, das war wirklich übel. Das war wirklich übel. Wäre auch mal eine interessante Tour, hätte man es für dich nicht aufgelöst. Ja, wie gesagt, also ich, ich fand es halt faszinierend, so. Aber ich weiß auch nicht, das wäre euch, glaube ich, vielleicht auch so gegangen, wenn ihr das jetzt so auch nicht auf dem Schirm gehabt hättet. Wie gesagt, also, so mit 8, 9 hatte ich das nicht auf dem Schirm gehabt, dass das mit Kohle zu tun hat. Also außer ihr seid natürlich in der Gegend aufgewachsen. Ne? Dann vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber so für mich als Ortsfremden war das dann so okay. Und dann, wie gesagt, ja, der Rest, der dazu kam, ja, da war ich einfach mit durch mit dem Thema. So, wir können wieder tatsächlich nochmal neue Provinzen hier fertig basteln. Sehr gut. Und können jetzt eigentlich unsere Armeeunterhalt auch runterfahren. Die Kernprinzen sind bei 23%. Ja, da können wir tatsächlich noch ein bisschen was runterfahren. Und ein wenig, na, Geld scheffeln gehen. Ich sag doch, ich und meine Maus, das ist hier noch so ein Thema. Und dann wird Wu und Min werden dann also komplett gleich korrumpiert. Ich werde mir dann zuerst Min nehmen und dann Wu nehmen, weil hier zwischen liegt ja so eine dumme Grenze.
So, dann gucken wir hier rein. 39. Zack. Ah, wobei, jetzt langsam werden wir auch sogar der Lage hier wieder so ein bisschen her. Was auch nur daran liegt, dass unsere Regierungslimit wieder ausgereizt ist. Was wiederum eigentlich heißt, dass ich hier wieder ein bisschen Regierungslimit farmen kann. Doppelt, ich nehme Regierungslimit mit, weil ich muss hier nichts mehr umbauen. Was war das hier? Ach, theokratische Dings einführen. Republik ausrufen. Nee, so einen Schrott machen wir nicht. Wir gönnen uns. So. Leider aber nicht genügend, damit hier irgendwas Entscheidendes bei rumkommt. Aber zumindest ein bisschen Luft haben wir da jetzt wieder, was Regierungslimit angeht. So, okay. Jetzt dürfte es reichen, auf jeden Fall einen der Kredite abzubezahlen. Das heißt, es bleibt nur einer für 1500. Ja, und dann halt natürlich die ganz große Preisfrage, wann halt diese Industrialisierung dann hier auftaucht. Was uns aber natürlich nur 15% Steuereinnahmen und 5,5% Rekrutenreserve gibt. Also, ja, da mangelt es nicht dran. Ich hätte halt ganz gerne nochmal ein Anführerlimit mehr. Das muss ich tatsächlich gestehen, damit wir noch eine Armee mehr ausrüsten könnten. Weil rein finanziell wird es ja eigentlich sogar gehen. Fahr mal Dienstag zum 26. in dieselbe Eisenmine. Diesen Lacher übrigens, über diese Aktion hatte ich dann zwischendrin, hatte ich nochmal so ein Flashback-Erlebnis gehabt, aber da muss ich dann drüber schmunzeln. Ihr kennt doch den Song Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Das war nochmal so eine selbe Szenerie gewesen, wo ich mich dann flashbackmäßig zurückversetzt wurde, als ich den das erste Mal gehört habe. Das war dann, ich glaube, 2 oder 3 Jahre danach. Also das war auch schon interessant. Ah, hier gibt es 1000 Eingeborene. Hier müsste ich eigentlich eine Armee hinstellen. Ärgerlich. Da muss ich tatsächlich nochmal eben eine Armee bauen. So, machen wir jetzt eben eine Kolonialarmee hier noch. Dass die dann sich hier den kleinen, aber feinen Rebellion annehmen kann, die jetzt hier in Sibirien noch entstehen können, tatsächlich. Mann, ey, hast du schon so einen gottverlassenen, menschenleeren Ort und der ist dann doch nicht so gottverlassen, wie du es erhofft hast. So, weiter geht's hier. Administrative Macht ein bisschen gesammelt. Kampfkunst ist durch. So. Sind jetzt hier also dann dementsprechend jetzt schon auf die 19. Reihe angekommen. Das heißt, das dauert nicht mehr lange. So, und jetzt ihr 5. Einmal bitte sammeln. So, letzte Kernprinzen sind bei 67%. Das heißt, da darf ich jetzt sogar mal die Armeeunterhalt mal wieder hochfahren. Beziehungsweise den Unterhalt von allem. 1. Kredit abbezahlen. Haben noch 100 Taler auf der Kasse. Und wenn ich jetzt alles hochfahre, haben wir immer plus 30. At least. Das ist doch gut. Musste ich gerade dran denken an den Song. So sieht's aus, Percy. Vor allem 3 Stunden Anfahrt zur Eisenmine. Wie meinst du das jetzt? Da bin ich jetzt irgendwie lost, Äther. Das musst du mir nochmal erklären. Irgendwie bin ich da bei dir ausgestiegen. So. Okay. Dann haben wir jetzt hier, ja, soweit alles zusammen. Ich glaube, ich kann ihnen sogar parallel den Krieg ja erklären. Dann es sei denn, dass sie sich miteinander verbinden und wird sich das ja von selbst erübrigen. Nee, sind sie nicht, aber ich kann da einfach dann so ein. Also 1, 2, ja. Wahrscheinlich kommen wir da mit 2 Armeen schon fast durch. Aber ich muss halt noch warten, bis die Kernbrunnen fertig sind, weil sonst arbeiten die ja währenddessen nicht weiter und das ist natürlich nicht so praktikabel. So, nochmal 70 administrative Macht, die können wir nochmal nutzen. Ha, und es ist ein Ende in Sicht. Und Händlerabwanderung. Na super. Mit der Minderung der Einschränkungen für ausländische Händler finden unsere eigenen Händler nicht genügend staatliche Unterstützung erhalten haben und entschlossen sich eine andere Karriere einzuschlagen. Nicht so gut. Die Eisenmine ist in Siegen. 2 bis 3 Stunden dauert es, dorthin zu fahren. Okay. Alles klar. Ja, ich war in. Ich glaube, ich war in Dortmund gewesen. Ne? Da in irgendeiner Vorführung, Durchführung. Ihr wisst Bescheid. So, okay, dann haben wir jetzt bald so viel militärische Macht, dass ich da auch nochmal eben kurz vorher einschreiten möchte und die Provinzentwicklung ein wenig fördern möchte. Heißt, ja gut, okay, das passt ja wieder nicht so gut, aber ich kann mal trotzdem durchschlendern, wo denn jetzt hier wieder auf Stufe 2 gebracht werden muss. Ein paar werden doch bestimmt Stufe 1 haben. Hier habe ich zum Beispiel so einen. Und dann wird jetzt hier erstmal ein bisschen Macht reingesteckt. Da haben wir nämlich noch durchaus die Möglichkeit, ein bisschen was zu machen. So, hier haben wir noch eins, hier haben wir noch eine Eins, da haben wir auch noch eine Eins. So, und immer schön weiter ein bisschen durchentwickeln.
Hyuga ist echt gar nicht mal so schlecht ausgebaut. 10 auf Mannreserve, eieiei. Da haben sie durchaus was gemacht in Sachen Entwicklung. Da gibt es viel Bevölkerung. So, und wie gesagt, wir fördern die Flächen, die jetzt noch relativ leer stehen. So, jetzt habe ich, glaube ich, aber genug getan. Ja, jetzt kann ich tatsächlich keinen Prinz mehr deswegen nochmal weiter belästigen. Gibt uns ganz 6000 Rekrutenreserven nochmal oben drauf. Haben oder nicht haben, so ist das halt. Und Flottenoffizier immer wieder in Ruhestand. Yay. So, Kernprinzen 90%. Und dann kann es gleich wieder losgehen. Wie gesagt, also Wu Min jetzt gleich in einem Streich wird das weggenommen. Ja, und dann muss ich ihm schon überlegen, was wir als nächstes tun. Wie gesagt, wir haben jetzt halt mit den Khmer Unfällen, wie sie lange Waffenruhe bis 73. Das war, wie gesagt, nicht so geplant gewesen. Muss ich mit leben. Werde ich mich dann natürlich dann vergreifen, so wie die Zeit dafür ist. Mehr Schiffe, mehr Bauzeit für Schiffe, super. Freut mich natürlich auch noch sowas. Ja, vielleicht muss ich doch nochmal gegen die Uiraten Krieg führen. Vielleicht hilft es ja wirklich nicht. Uiraten. Unabhängig garantiert von dem Timuridenreich. Oha, das ist dann aber ein dicker Krieg, der hier ruft. Timuridenreich plus Uiraten. Garantiert selbst die Unabhängigkeit von Yakant. Das wiederum ist mir nicht so wichtig. Ja, kann auch interessant werden. Können wir uns dann durchaus mal ansehen. So, alle Kernprinzen jetzt durch. Alle Kernprinzen jetzt durch. Dann geht's los. Imperialismus-Kriegsgrund. Imperialismus-Kriegsgrund. Sekunde innerhalb von was? Des ersten Monats. Okay. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier zum 18.11., was das dann ist, rüberkommen. Dann wird auch der zweite Krieg erklärt eben. Ne, einen Tag noch. So. Aber es ist zwei, aber passt auch. Okay, haben es tatsächlich sogar hier noch mehr Festung stehen, als ich erwartet hatte. Na gut, okay, da muss ich mich ein bisschen doch durchfräsen. Na, passiert. Ja, nee, so eine Flottenblockierung brauche ich jetzt gar nicht mit anfangen. So, da ist Ruhe im Bums. So, erst wollen sie durch. Pause. Komme ich nicht durch, komme ich auch nicht hin. Gut, dann jetzt hier wieder rüber. So, 42% haben wir schon. Das, wie gesagt, ist halt gefundenes Fressen für uns, die beiden kleinen Stadtstaaten hier. So, wie gesagt, zuerst brauchen wir Frieden mit den Weißen, also mit dem Minreich, und danach können wir uns um die Lilanen kümmern. Einfach weil da halt noch gebietmäßig was zwischen liegt. Was ist denn jetzt los? Zu viele militärische Anführer plötzlich. Oh, hier sind nur drei Anführer. Hä? Kann man sich mal erklären, warum hier sind nur drei Anführer? Modifikator verloren? Nicht, dass ich sehen würde. Ach, vielleicht wegen Dings. Gab es nicht hier für die Machtprojektion nochmal ein Anführerlimit? Ja, bei 25 Machtprojektionen gab es ein Anführerlimit. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ich hatte die ganze Zeit so viel Machtprojektionen gehabt, dass ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht hatte. Ja, gut, okay. Wenigstens war ich noch nicht so schon einen drüber. Von daher, also einen drüber zu sein, macht jetzt nicht so viel aus. Diplomatie, was haben wir momentan für Rivalen? Ich kann nur Frankreich nehmen. Mehr ist mir nicht gewachsen. Hm, super. Das freut mich natürlich. Okay, also damit können wir dann wohl nicht mehr spielen mit dem Thema. Schade. So, mal kurz die Pomanie raus. Das stört mir jetzt beim Sitzen hier langsam. Und dann nehmen wir jetzt also auch mal den Rest hier ein. Zack. So, gut, die Flotte wurde nochmal vernichtet, der Teil der Armee wurde nochmal vernichtet. So, wir nehmen mal kurz das letzte Stückchen Land ein und dann ist ja jetzt gleich wieder große Annexionsphase. Glücklicherweise haben wir zumindest mal wieder administrative Macht zusammengesammelt. Das dürfte etwas leichter machen. So, das sind die Min, ja, das sind die Min. 1, 2, 3, 4, 5, 38. Das ist okay. Das gibt jetzt dann nochmal oben drauf 165 Dukaten, die ich nochmal gerne mitnehme. Und dann machen wir, wie gesagt, also das gleich auch komplett fertig, das Thema. Oh, geben nochmal alle ihre Ansprüche auf, die sie noch uns haben. Und 40 Dukaten obendrauf. Ach, schönen Tag. So. Sehr gut, also ist damit auch nochmal diese Ostküste jetzt komplett zu Ende erobert. Das freut mich doch. So, dann gucken wir kurz rein. Ach, reicht immer für die ersten zwei. Wo geht's eigentlich los? Hier geht's los, ne? Ja, genau, hier geht's, glaube ich, los, weil das gehört alles schon zu uns. Ja, genau. Dementsprechend, also gucken wir weiter. Hier gibt es sogar gar keine Aufstände. Dann geht das Ziel weiter.
Hier. Zack. Und du auch noch. So, und damit haben wir das soweit durch. So, shintoistischer Glaube. Maujolien, das war irgendwo ganz da oben bei Korea gewesen. Das war also auch nicht problematisch. So, 56 Machtbau als nächstes. Dann können wir also dann ja weitermachen bei den Kernprovinzen. Kosten glücklicherweise auch nicht alle so viel. Also das sind jetzt auch nicht so die krass entwickelten Provinzen gewesen. Von daher schafft auch noch ein bisschen Erleichterung. Ja, unter 25 Machtprojektion, so sieht es aus. Frankreich beleidigen, Embargo gegen Frankreich. Das Ding ist, meine Lieben, also grundsätzlich gebe ich euch durchaus recht. Das Problem ist, die Franzosen haben nochmal 80.000 Mann mehr als wir. Gut, okay, die haben momentan auch keine Rekrutenreserve, das muss man auch sagen, aber... Meint ihr, wir sollten sie mal beleidigen? Ich möchte das sogar tatsächlich mal testen. Ach komm, lass mal was testen. Beleidigung und Embargos verhängen, lasst mal das probieren. Aber ich möchte es einmal wissen, ich weiß mir nicht, wie das aussieht. Und von daher, wenn ich etwas überhaupt nicht weiß, dann möchte ich vorher mal gespeichert haben. So, wie sieht es hier aus? Beziehungsaktion, eine Beleidigung schicken. Wir halten 5 Machtprojektionen. Tja. Ihr blöden Strolche. So sieht's aus. Und ein Embargo verhängen können wir ab dem 10. So. Tja. Ich hoffe, damit verliert ihr jetzt hoffentlich ein bisschen was Einfluss. So, wir haben Langzeitwahl, wir haben ein Embargo gestellt und wir haben jetzt hier ja dementsprechend wieder 30 Machtprojektionen, also uns dafür rausgeballert. Sehr gute Vorschläge, Freunde. Sehr gute Vorschläge aus dem Twitch-Chat. So lobe ich mir das. Gut, ach ja, genau, die Art der Machtprojektion. Ach gut, gut, dass ich da hinten ja wen stehen hatte. Genau, und das hat die ganze Sache etwas leichter gemacht für mich. So, und noch 19, dann haben wir tatsächlich also alle Kernprovinzen soweit wieder. Kriege nochmal 5 Prestige oben drauf, nehme ich nochmal mit. Solange ich bei 100 Legitimität sind, nehme ich die auf jeden Fall nochmal. Sind das zumindest bei 94, ist auch schon gut dabei. Und dann können wir jetzt mal auf die Industrialisierung wieder gucken. Ne, hat noch keine Präsenz ausgebildet. Ach, warte mal ganz kurz. Ist die sogar gar doch hier in Kyoto, wollte gerade sagen. 71 ist da sogar schon. Also dauert gar nicht mehr so lange. Kyoto ist ja bei uns immer der wichtigste Faktor. Da ist ja auch ganz viel Entwicklung drin. Von da auch da immer ein Auge drauf werfen. Solange sammeln wir jetzt einfach halt ein bisschen Geld an. Ist, denke ich, nicht verkehrt. Kann man schon mal machen. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal wieder ein paar Unterhälte sparen, weil das läuft ja ausweit alles mit. Dann lasst mal ein bisschen Geld sparen gehen wieder. Und wir sollten nochmal demnächst die Inflation senken, aber das hat noch auch ein bisschen Zeit. Das würde auch so noch nicht mehr gehen. So, 144 Taler. Ah, zurücklehnen und die Zeit genießen. Endlich läuft das hier alles mal so ein bisschen von selbst. So habe ich das gerne. So, und dann nächster Kriegsgedanke. Wie gesagt, da die Khmer auf jeden Fall noch nicht in Frage kommen mit dem Waffenstillstand noch 9 Jahre lang, muss es auf jeden Fall gegen die Uiraten sein. Und dann haben wir die Timuriden-Reihe auch an der Backe. Da haben Russland und ich dann wesentlich mal ein bisschen was hier vernünftig zu tun. Da gibt es mal ein bisschen, was man machen kann. Wobei auch langsam diese Jaunpur sich hier Richtung Himalaya durchkämpft. Weiter liegt ja eigentlich hier Himalaya, ne? Oder? Ne, Himalaya, das liegt hier. Entschuldigung, hier. Ja, doch. Also hat sie den Himalaya so ein bisschen durchgekämpft. Lag ich doch richtig. Da sitzt jetzt halt noch dieses Jakant-Ding dazwischen. Das noch verbündet mit Delhi und noch irgendwas mit den Uiraten am Hut hat. Da schauen wir mal drauf. Vielleicht kann man da auch noch irgendwie Bewegung reinbringen, dass man sich so ein bisschen so ein Tor Richtung Indien nochmal öffnet. Zumindest als theoretische Möglichkeit. So, jetzt kann ich hier die ganzen restlichen Dinge auch zu Kernprinzip machen. Dann sind wir damit endlich fertig. Sehr gut. Diplomatische Ideen haben wir, glaube ich, auch nicht mehr übrig. Ne? Genau, diplomatische Ideen haben wir auch nicht mehr übrig. Das heißt, ich kann jetzt die Macht, die wir hier haben, die wir noch nicht in eine Technologie investieren können, weil das kostet 1500 Punkte, kann ich tatsächlich jetzt investieren in Produktionsstätten wieder. Ja. Und dort ist also auf die 2 Punkte Produktion gehen. Sekunde, lass doch mal eben kurz sortieren. So, 2 Punkte Produktion. Ups. Ach Mist, ja, die Maus spinnt man mal ein bisschen. Also beziehungsweise ich bin nicht gut im Umgang mit der. Die braucht tatsächlich immer ein bisschen mehr Bodenkontakt zu meinem Schreibtisch als andere. Oh, als meine alte Maus, sagen wir so. Wo können wir denn jetzt hier noch ein bisschen was ausbauen, Mensch? Hier alles 2 schon? Muss ich echt auf 3 gehen? Das würde mich jetzt überraschen. Ne, hier haben wir noch eine gefunden. Ansonsten sieht das jetzt verdächtig nach 3 aus. Hier gibt es auch noch was in Egin.
Hier haben wir was. Ah, jetzt kommen die Provinzen, die unintegriert sind. Und da freuen die sich bestimmt auch über ein bisschen Wachstum. Ja, und dann war es das sogar. Gut, dann müssen wir jetzt auf 3 hochgehen. Da haben wir jetzt tatsächlich alle unsere Provinzen Entwicklungsstufe 2 in der Produktion. Das heißt, jetzt können wir alles auf 3 setzen. Das gibt uns auf jeden Fall auch nochmal ein paar neue Möglichkeiten. Und dementsprechend also auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen Entwicklung für die Provinzen, die sich jetzt dadurch wahrscheinlich auch freuen dürften. Ne, 3 haben wir ja, genau. Die beiden kommen noch und ja, eine dürfte ja wohl noch gehen. So sieht's aus. So, Produktion nochmal überall ein bisschen gesteigert. Können wir jetzt nochmal kurz schauen. Ja, sind nochmal 4 Taler gewesen. Sehr gut. Hat sich sogar auch nochmal gelohnt. So, kurz nochmal hier gucken, was habt ihr jetzt nochmal geschrieben? Beleidigen ist wirklich super. Eigentlich greifen die aber halt nie an, also von da kann man das schon bringen. Die Embargo stimme ich zu. Die hissen doch für ihren König eh die weiße Flagge, sagt Manu. Au, au, au. Der Propagandaminister wie am Start. Besonders mit Beleidigen für 10 Machtpunkte mit den lustigen Sprüchen. Ja, das kann man sich immer mal wieder gönnen. So sieht's aus. Ja, 3000 Taler haben wir sogar schon gesammelt. Wie gesagt, da brauchen wir aber auf jeden Fall auch relativ viel Kohle. Also je mehr wir da schon mal vorwegnehmen können, desto besser. Wobei wir sind da schon bei 50% und ich muss die gesamten Armeen natürlich jetzt noch umverfrachten, wenn ich gegen die Uiraten kämpfen will. Okay, Musashi und Kozuke kriegen Stress. Ja, jetzt muss sowieso alles da hochgefahren werden. Damit ist mir meine Überlegung jetzt auch entscheidungsmäßig abgenommen worden. So, habe ich jetzt nochmal hier auch die Inflation beiseite geräumt. So, und dann gucken wir, dass wir jetzt die Missionare stoppen. Oh, Kozuke Musashi. Also eine Armee werden wir auf jeden Fall brauchen. Wahrscheinlich sogar eigentlich eher eine zweite. So, dann jetzt einmal rüber segeln. Bei, ach komm, eine wird schon reichen. Die werden Kozuke schon nicht so schnell besetzen können. So, dann würde ich sagen, einmal ganz kurz die Nachricht beiseite geschoben. Und jetzt geschaut, wo habe ich ein genügend Versorgungslimit jetzt hier. Ja. Ja gut, okay, dann hole ich mir was aus diesen Ostgrenzen irgendwie weg. So, das war jetzt die erste Armee. Ja, genau, dann kommt die zweite. Und die dritte. So, und dann schauen wir da später mal rein. So, weiter geht's. Gucken wir jetzt, dass wir möglichst die Jungs genau ohne Schaden ankommen und noch ein bisschen was rausholen. Oh, einen Mord hätte ich noch ganz gerne. Dann können wir tatsächlich in den Kampf gehen. Au, mein ganzes schönes Geld. So, gut. Einen Monat, wenn es geht, noch gerne umschlagen, damit ich noch ein bisschen Verstärkung kriege. Industrialisierung ist aufgetaucht. Sehr gut. Kyoto hat Industrialisierung. Dann können wir da gleich schon mal reinschauen gehen. Industrialisierung. Oh, sogar nur 3,3% der gesamten Entwicklung. Das freut mich. Das ist tatsächlich jetzt nicht mehr der Löwenanteil. Das ist gut. Das heißt, Kyoto reiht sich da jetzt so ein bisschen ein in die Nachbarn und die anderen großen Städte ist hier wie Peking und so, also Nachbarn, aber man kommt damit dann jetzt auch besser zurecht. Gut, so sieht's aus. Hast du irgendwelche DLCs? Nein, Boykott der DLC-Politik. So sehe ich das auch. Ich mag die Paradox-Spiele sehr, sehr gerne, aber diese Nummer mit den ganzen DLCs ist halt schon echt frech. So frech, dass mir das auch zu sehr auf den Sack geht. So, okay, ihr geht jetzt hier hin. Ja, und dann geht ihr noch nach Barack und dann haben wir da alles platziert und dann wird von dort aus dann das Land aufgeräumt. So, da haben wir eigentlich auch schon wieder fast alles zusammen, bis halt auf die Kernprovinzen, um dort den Krieg dann schon wieder anzuzetteln. Untertanenrebellion, ach, die haben hier wieder was mit dem Kamm zu tun, okay. So, und damit sind wir jetzt schon wieder durch. Kann ich jetzt wieder eine Beleidigung losschicken gehen? Beleidigt der Rivale jährlich minus 2. Nee, ich kann sie erst wieder in 10 Jahren beleidigen, gefühlt. Na, es sind nicht ganz 10 Jahre, aber es ist auf jeden Fall ein ganzer Batzen. Aber ich kann neuen Rivalen erklären. Hey, Jaunpur bietet sich jetzt endlich mal an. Sehr lieb von ihnen. Mit Großbritannien weiß ich noch nicht. Wenn ich doch noch einen europäischen Konflikt reingezogen werde, hätte ich lieber noch einen europäischen Verbündeten als nur Feinde.
Auch wenn ich mit Europa durchaus gewillt bin anzulegen, muss man es ja nicht übermäßig stressen hier. Kann man also schon mal mitnehmen. So. Gut, 1100. Da habe ich meine 4. Ne, habe ich noch nicht, ne? Genau, ich habe wieder 3, weil ich einen Punkt runter bin. Jetzt bin ich drüber. Jetzt passt es wieder. Jetzt habe ich genau 4 von 4 Anführern. Sehr gut. So, ein bisschen Zeit müssen wir jetzt noch verschludern lassen, damit wir jetzt hier die Kampfrüstung fertig haben. Und dann geht es tatsächlich auch schon rein gegen die Uiraten. Ich hoffe, die Russen sind da gleich mit dabei. Haben jetzt die Unabhängigkeit garantiert von den Timuriden und haben noch Kalpi als Verbündeten. Wo ist denn das? Kurz reinguckt, wo ist denn Kalpi? Ach Gott, hier? What the hell? Ja, ich hoffe, es geht ohne. Soll ja wohl. Ich denke mal, es wird nicht dann an Kalpi scheitern. Sekunde, jetzt müssen wir mal kurz durchlesen. Was habt ihr jetzt geschrieben gehabt? Noch ein bisschen was über DLC-Politik. Percy sagt sich, ich frage mich echt, was sie immer über Everson beschweren. DLC-Politik von Paradox ist 100-mal geldgeiler. Also, die von Paradox ist natürlich Next Level. Bei Everson ärgern wir, also was heißt wir? Ich bin mir selber manchmal nicht ganz so sicher, aber der Grundspieler ärgert sich jetzt daran, dass früher immer ein neues Game im 3-4-Jahres-Rhythmus rausgekommen ist. Dann hast du das Grundspiel gekauft und dann kriegst du die nächsten 3 Jahre ein DLC zugeliefert, dann kaufst du dreimal dir dieses DLC dazu, dann jeweils für ein 20. Dann hast du quasi zweimal ein gesamtes Spiel gekauft, so gesehen. Und dann wäre es mal Zeit halt für ein neues Game. Und wir alle wissen, dass die Grafik bei P&R immer noch schwer ausbaubewürdig ist. Sie ist schon erheblich besser, als sie im 2. und als sie im 3. Teil gewesen ist, aber sie ist immer noch ausbaubewürdig. Und da müsste halt mal was gemacht werden. Und das ist so das, worauf wir warten. Wir hatten letztens nochmal Kontakt mit den Entwicklern gehabt, aber das war so im Rahmen von hier, was war das gewesen, wie hieß denn das noch bei denen? Dieses Kriegsführungsding, was wir euch mal gezeigt hatten. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr. Ihr wisst aber, welches Game ich glaube ich meine. Und genau, da hatten wir tatsächlich mal Kontakt mit denen gehabt. Und ja, haben jetzt aber dann das Thema, dass das halt nicht so unser Game ist. Hieß das nicht sowas wie so eine Art Warfare? Irgendwas mit Warfare war das, glaube ich, gewesen. Nicht Modern Warfare, das weiß ich. Das ist was anderes. Aber irgendwas war es gewesen. Kalpi OP, so sieht's aus. Moin, moin, Redrio, ich grüße dich. So, und in Feri... Nein, warte, Äther, ich habe das ja gelernt. Äther schreibt, ich boykottiere die DLC nicht Henker kauft, die und wir spielen dann zu viert. Ach so, jetzt verstehe ich das. Also Henker kauft die und ihr macht das dann, okay, so wie ich das mit Nico gemacht habe. Denn Nico hat mir die auch gestellt. Grüße gehen raus an dieser Stelle, dann war so ein Multiplayer-Projekt. Der hatte damals auch die ganzen DLCs gehabt. Der war sich nicht zu fein dafür, ich mir schon. Und ja, ist natürlich ganz praktisch, aber wie gesagt, man muss es jetzt auch nicht übertreiben, was das angeht. Fourth Generation Warfare, dankeschön, das war's gewesen. Das meinte ich. Und Percy sagt auch, der Politik-Simulator braucht einen neuen Teil, das ist klar. Jo. Ach, ihr hättet den ersten Politik-Simulator erleben müssen. Kein Spiel ist so sehr verwackt wie dieses. Wenn ich da nochmal rankommen sollte, falls mir das irgendwer von euch mal zur Verfügung stellt oder so, oder sich da mal irgendwas ergibt, ich will mir den nochmal reinziehen. Ich habe den 2. habe ich gesehen, dank Mo, also das lief ja schon mal auf dem Kanal. Den 3. habe ich persönlich ja gespielt. Und bin darüber dazugekommen. Und den 4. kennen wir alle in- und auswendig. Aber den 1. hätte ich gern nochmal gesehen. Einfach mal, um zu wissen, was der so alles konnte oder nicht konnte. So, Kriegserklärung. Jetzt mit Russland im Nacken. Also, ihr seht, das mit dem Timurinenreich, das ist schon ein bisschen was. Genau. Aber wir sollten trotzdem durchkommen. Also, mit den Russen im Nacken machen wir das. Und die haben im Nacken, von daher tun wir das. Habe ich das alles gedacht? Alle Festungen, alles hochgefahren? Ja, alles hochgefahren. Abmarsch. 1, 2, 3, 4. Direkt den Russen die Expansionsmöglichkeiten hier im Osten übrigens nehmen. Instant, ganz, ganz wichtig. Und dann können wir weiterschauen. Aber erstmal, dass wir jetzt hier ein bisschen verbrecherisch, wie wir sind, da mal hier für Ruhe sorgen. Ich hatte auch überlegt gehabt, ob ich mal vielleicht sogar noch eine Armee aufstelle. Sekunde, 1, 2, 3, 4. 1... 2, 3, 4. Ob ich noch mal eine Armee aufstelle, die tatsächlich ohne General rumläuft. Die, wo ich dann die Generäle ein bisschen springen lasse. Oh, Soldaten kann man nie genug haben. Ja, okay. Kann man wirklich nicht.
Aber das war bislang noch nicht so in meinem Sinne gewesen. Oh, Portugal wird angegriffen jetzt hier. Al-Butan hat sich da dran gemacht. Das ist gut, dass sie uns da nicht mit zugeholt haben. Dann kann ich mich nämlich jetzt hier nochmal ganz genüsslich um diesen Krieg kümmern. Ohne großen Stress. Oh, der Naturwissenschaftler für einen halben Preis ist tot. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen was drauflegen, befürchte ich. Stufe 3. Ja, genau, 20 Taler. Da muss ich jetzt mal einen Zehner drauflegen, wenn ich das haben möchte. Und ja, ich möchte es haben. Dafür bringt mir das zu viel. So, okay, jetzt haben wir das alles besetzt. Da, hopp, 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 hopp. Wir wollen jetzt hier nicht zu viel Zeit verschwenden. So, weiter geht's. Eins, zwei, drei, vier. Und ist schön weiter durch die Uiraten durchgezwirbelt. So, die Russen sind im Westen eine Mache. Jupp, genau. Müssen wir dann denken, dass wir den Russen auf jeden Fall wieder irgendwas geben von dem ganzen Mist. Bei den Timuriden können wir auf jeden Fall die Russen zum Zug kommen lassen. Da habe ich ja persönlich überhaupt kein Interesse dran. Die sind einfach nur so mit dabei. Maolien ist jetzt tatsächlich als Religionsding durch. Da können wir tatsächlich also auch weitermachen. So, die nächsten vier Provinzen. Eins. Zwei. Ach Mann, geht mir das mit der Maus auf den Sack, ey. Da bin ich froh, wenn ich meine eigene wieder habe. Also dann quasi dieselbe nochmal, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, Schulschnationalisten haben die Grenze überschritten. Ach nee, ihr wollt das Provinz für uns besetzen. Das kann ich nun gar nicht gebrauchen. Ja, ich werde schon mal Zeit, wie wir irgendwann eine Armee abstellen können, aber jetzt gerade ist doof. Nehmen den zusätzlichen Händler, 10% Handelsvisieren, so 10% Steuereinnahmen. Was ist bei uns besser? Handel oder Steuern? Steuer 101, Handel 126. Wir nehmen den zusätzlichen Händler, Ansturm der Händler, sehr gut. Welthändleransturm. Da gibt es nämlich mehr Geld zu holen. So, 10 Jahre Nationalismus. Wollt ihr euch jetzt wieder bitte auf die gegnerische Grenze verziehen? Ich habe keinen Bock gegen euch, um da anzutreten. Ihr blöden Trottels, ne? Wirklich. So, okay, dann haben wir jetzt das soweit geschafft. So, dann würde ich sagen, reduzieren wir das jetzt auf ein, also um ein Armeekontingent. Eins, zwei. So, und das dritte Armeekontingent kommt jetzt tatsächlich hier runter, auch wenn ich darauf halt eigentlich gar keinen Nerv habe, was ich zu machen. Obwohl, machen wir so und dann geht ihr da eine Zentrale mit rein und hilft bei Belagerung. Die scheint doch nochmal ein bisschen wichtig zu sein. So, die Kolonie ist selbsterhaltend, sehr gut. Ja, dann geht's jetzt hier weiter. Ach Gott, der Kolonist braucht wieder ein paar Tage, bis er wieder da ist. So. Und dann kann die Armee da gleich mitmarschieren. Dann haben wir da also in Sibirien jetzt auch den Teil besetzt, den wir besetzen konnten. So, die nächsten zwei sind durch. Nein, so rum ist richtig. So, und dann marschieren wir jetzt langsam Richtung Süden. Wir müssen nochmal so ein bisschen Richtung Uiraten rübersetzen, oder? Was das hier? Das ist wiederum. Hat das auch noch alle in Richtung Timuriden, aber das ist auch noch alles Uiraten. Ja, lass mal dann gucken, dass wir jetzt die Timuriden mal rauskriegen. Die gehen mir auf den Zeiger. Dann lass mal durchstürmen. Irgendwie zwei Festungen von denen besetzen, dann können wir die ja rauskegeln. Wenn die Russen da halt jetzt nicht irgendwie aktiv was machen. Dann bleiben wir mit einer Mannschaft noch bei den Uiraten, dann noch ein bisschen was kaputt machen. Und hier gucken, was wir denn die Forderungen von den Rebellen platt kriegen, weil ich befürchte, ne, die Festung reicht da glaube ich nicht hin, ne? Ne, tatsächlich, das ist eine Zwischenbrunst, die ohne Festungsschutz ist. Herrlich, ne, so habe ich es gerne. So, Kriegsziel mit der Hauptstadt ist besetzt. Sehr gut. Weiter geht's. So, die Russen fallen da jetzt auch ein. Ja, mussten jetzt tatsächlich auch die Hauptlast des Krieges tragen, so ehrlich muss man auch sein. So, wir könnten theoretisch administrative Idee forschen, aber das lohnt sich natürlich nicht, weil wir brauchen erstmal ein bisschen jetzt hier nochmal was auf administrative Technologie, weil da hinken wir ein bisschen hinterher. Und dann schauen wir mal. So, Altai ist besetzt, das war das hier. Dann gucken wir weiter Richtung Süden. Ah, halt, 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 ich sehe hier was. Das gefällt mir nicht. Also ich habe die schon vorher gesehen gehabt, also ich habe es jetzt nicht übersehen, so ist es nicht. Aber jetzt, wenn sie mir hier meine Grenzprovinzen streitig machen wollen, bin ich doch ein bisschen sauer. So, und auch hier können wir dann jetzt die Festung befreien gehen. Dann arbeiten wir mit zwei Armeen hier, direkt an der Front, und mit zwei Armeen dann wiederum drüben, dann beim Timuriden. Ja, okay, was passt. So, die eine Einheit werde ich da jetzt opfern müssen. Die macht sonst nur Mist.
Aber jetzt kommen sie tatsächlich mit mehr an. Jetzt lohnt sich das schon, wenn man Schlacht zu führen. Ah, 3-Sterne-General gegen ein 1-Sterne-General ist tatsächlich keine gute Idee. Kann ich Generäle eben tauschen? Ja, kann ich. Wer bist du? Du bist der Hosokawa. Wir tauschen eben ganz flux Generäle. So, beamt euch mal hin und her. Dankeschön. Mit einem 2-Sterne-General gehe ich da tatsächlich schon mit ruhigerem Gewissen rein. Ah, hier werden wir uns dann treffen. Nee. Ja, irgendwo werden wir uns jetzt hier schon sehen, hoffe ich. Ah, hier oben. Ja, hier oben sehen wir uns dann. Nein, sehen wir uns nicht. Dann machen wir so, Gewaltmarsch. Tatsächlich gucken, dass ich die jage. Ich muss jetzt mal tatsächlich diese Armeen raussetzen gehen. So, jetzt kriege ich den Altai und jetzt muss ich kurz hier rüber gucken. Minus. Uiu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 i. 49. Wo ist meine andere Armee? 1, 2, 3. Oh, wurde hier eine geschlagen. Ah, verdammte Axt. Eine von unseren Armeen wurde geschlagen. Ah, das habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Das ist natürlich ganz doof gelaufen. Aber passiert. Haben wir halt immer auf dem Schirm. So, und jetzt noch die andere Armee jetzt hier kaputt machen. So, jetzt haben wir tatsächlich mit Timurin hier wieder ein bisschen rausgeprügelt. Ja, die können halt stehen bleiben. Gewaltmarsch wieder raus. Und wo ist die Armee da oben? Wo macht die halt? Wo macht die halt? Da ganz hinten. Ach du Heilige. Eine interessante Entwicklung. 13 Regimenter und es wechselt zu Shintoistisch. Na super. Weil ich jetzt auch wieder ganz leicht hinten 13 Regimenter besiegen kann. Wieder rauszögern. Die Armee hier werden wir dann rüberschicken müssen auf die japanische Insel. Geil. So macht das Laune. Ey. So, haben wir... Ne, das war das Gebiet hier oder so, was wir besetzt haben. Genau, das war das Gebiet. Jetzt machen die mir im Rücken auch schon wieder Ärger. Geben wir für euch keinen Bock mehr. Die Timuriden sind so langsam überlegen. Na, aber das reicht noch nicht. Hm. So, ein Ding ist gewonnen. Warum man das jetzt hier liegt? War das das hier? Nee. Ja, machen wir erstmal hier weiter, beziehungsweise können auch hier wieder auf den Gewaltmarsch erstmal setzen. So, ihr seid immer noch nicht durch, mein Gott. Und ihr seid hier natürlich in Bukhara gegen so eine Achterfestung völlig auflaufend. Herrlich. Aber das haben wir jetzt wieder freigekriegt. Ach so, das war das gewesen. Gut, und dann jetzt hier, warte mal, ebenfalls Gewaltmarsch anwenden, damit wir noch rechtzeitig irgendwie in Japan ankommen. Dann schauen wir weiter. So, dann gucken wir jetzt, dass wir jetzt hier noch ein bisschen was vernichten. Hat 3-Sterne-General ist auch ganz schön assi, ne? Je länger ich drüber nachdenke, so schlimmer ist es eigentlich. Mann, ich will nicht die Provinz, ich will die Armee. So machen wir das. Da laufen sie uns direkt in den Arme, dann holen wir jetzt den Großangriff einmal kurz in Kauf. So, und holen uns jetzt nochmal die anderen. Okay, das Slot war doch größer, als ich dachte. Aber mit einer Armee doch nicht zu handeln. Hm. Schwierig. Reicht mir das 40%? Was komme ich denn damit? Ah, da komme ich schon ein ganzes Stück weit mit, ne? Da würde ich nochmal diese Seite abschneiden. Würde mir eigentlich reichen, ne? Ihr dürft entscheiden, meine Lieben. Ist das die letzte Aktion dieser Folge? Wollen wir jetzt Frieden machen oder wollen wir den Krieg weiterführen? Es ist halt schwierig zu führen, weil es halt tatsächlich wieder so viele Kontinente umfasst. Müsst ihr mir mal kurz eben sagen. Ich grüße an der Stelle übrigens nochmal einen neuen Zuschauer. Ach, den ersten Politikverlag. Ne, da war ich noch gewesen. Sekunde, jetzt muss ich mal kurz sagen. Nicht zu früh sagen, dass es an Calpi sicher ist. Du kannst als Frankreich an Nassau scheitern. Zumindest wenn ich Nassau spiele, habe ich gelernt. Alles klar. Bisschen was noch callen hier. Ich brauche auch eine neue Maus. Die hat im Kabel einen Wackelkontakt und ich kann jeden Tag schlechter damit. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe meine Maus tatsächlich völlig aufgeschraubt, um zu gucken, ob ich die retten konnte. Ich konnte es tatsächlich nicht, weil das Problem an einer anderen Stelle bestand, als ich erwartet hatte. Aber du kannst tatsächlich eine Maus auch aufschrauben. Da musst du mal gucken. Also
Die Maus ist jetzt bei mir relativ obvious. Die hat einfach unten drunter direkt die Schraube sitzen. Das sieht man relativ leicht, aber meistens sind auch an diesen Panels dran, drunter, wenn ihr so diese Panels bei eurer Maus, wo ihr dann seht, dass das dann so ein bisschen rutschen und gleiten kann. Die könnt ihr tatsächlich abmachen, vorsichtig. Seht aber zu, dass der Kleber vernünftig mit abkommt, dass ihr wieder vernünftig draufpacken könnt. Darunter sind meistens noch Schrauben. Da könnt ihr dann auch rumschrauben. Was habt ihr jetzt hier noch so in der Zeit, bis ich jetzt eben kurz ein paar Antworten gesammelt habe? Welche Paradox-Spiele spielst du eigentlich, Malte? Ich habe HOI 3 gespielt, HOI 4 nicht. So geil, mega HOI, Riesen, super, duper, wupper Fan bin ich nicht. Ja, ist natürlich klar, IO 4. Nehmen wir noch ein paar Paradox-Spiele. Ich habe Crusader Kings. Was ist denn jetzt das Neueste wieder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Vorläufer. Ich glaube, Crusader Kings 3 war jetzt das Neue oder so. Und 2, da habe ich gespielt. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber auch da war die DLC-Politik absolut Katastrophe. Absolut Katastrophe. Und ja, so sieht's aus. Die Prinzen sind es nicht wert, dafür weiter Krieg zu führen. Weg des Himmels, also Frieden. Nee, Frieden ist schon sinnvoller. Manu sagt hier Frieden. Der Einzige, der Krieg schreit, ist. Na, wobei, Benden sagt auch noch Krieg, Dan sagt Krieg, der K-Mac. Percy sagt, Frieden wäre grundsätzlich klüger. Ich glaube, ich habe jetzt nur knappe Mehrheit für Frieden. Dann würde ich sagen, machen wir jemanden Frieden. So, dann. Ah, warte, warte, warte. Die Russen sind so sauer, wenn sie gar nichts kriegen. So, dann schneiden wir uns dieses Häppchen hier ab. Dann ist es auch so schön gestuft. Dann passt das territorial besser. Nicht an den Prinzen abtreten. Nee, das war schon besser so. Dann kriegt ihr nochmal diese Provinz. Und dann hätte ich ganz gerne ein bisschen Geld von euch. 200 Taler sind sogar noch, die wir oben drauf kriegen. Oder ich krieg das Bündnis. Wie, das Bündnis noch weg mit Kalpi? Ne, das Bündnis mit Kalpi kriege ich nicht weg. Die Garantien genauso wenig. Tja, dann machen wir das so. So, meine Uiraten, dann habe ich euch nochmal ein bisschen kaputt gemacht. Die Russen haben noch was bekommen für ihren Spaß. Wir kriegen. Nein, 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 Malte. Wir kriegen nämlich noch hier die ganzen Kampfrunzen, die ich jetzt mal irgendwie raussuchen muss. Ah, mich stört dieses Fenster, aber ich kann es noch nicht wegmachen. Wo beginnt es denn hier? Hier erst? Ja, hier beginnt es. Ja, war jetzt nicht der gigantische Mega-Feldzug so als solches. Aber reicht trotzdem aus. Können wir unsere Überdehnungsstatistik mal kurz fragen, wie war es gewesen? 31-32%. Ja, ist ordentlich. Jetzt aber wieder nicht weltenbewegend. So, meine Armee müsste ich jetzt aber mal wieder zurückkriegen. Gucken wir dann, dass ihr hier hinkommt, nach Peking. Dass ihr unter Peking hinkommt. Ja, ihr müsst sowieso schon rüber und das mit Gewaltmarsch, das muss tatsächlich schnell gehen. Und ja, ihr wurdet geschlagen, geht von selbst nach Peking, dann passt das soweit. Gut, dann holen wir uns die ganzen Leute rein. Wie gesagt, das Fenster halt, das hier hinter mir, das nervt mich natürlich, aber das gibt's dann in der nächsten Folge erst weg. Oh, wir haben massiv überzogen sich gerade. Das war strategisch nicht klug. Das war strategisch nicht klug. Da hätte ich tatsächlich ein bisschen früher Schluss machen müssen. Jetzt habe ich halt den Krieg durchgezogen, so ist es. Gut, kriegt ihr tatsächlich erst noch ein bisschen eine längere Folge. Dann sehen wir jetzt schnell Feierabend. Bedanke mich draußen bei euch fürs Zusehen. Geht dann also mit der nächsten Episode dann weiter. Womit genau müssen wir dann nochmal schauen. So langsam müsste der Krieg gegen die Khmer hoffentlich auch wieder näher rücken, dass man sich da nochmal wieder was mit ja, die Zeit vertreiben kann. Dann schauen wir einfach mal. Gut, bis dann, wir sagen euch einen schönen Tag, halt die Ohren steif weiter rein und ciao! Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.